Vielen Dank, Michael. Also es gibt nicht das Theater, weil ich bin keine Ein-Man-Theatergruppe. Ich habe vorher der Moni erzählt, man muss noch ein bisschen aufpassen von der Rolle her, wenn ich auf das Mal da vorne Theater spiele, ist das vielleicht für Einzelne schwer nachvollziehbar, wobei ich manchmal auch Theater kann machen. Aber vielleicht dann das in einem anderen Rahmen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich möchte alle Erwachsenen ganz herzlich begrüßen und speziell auch alle Kinder. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wir fangen heute mit einer neuen Serie, mit einer Gottesdienstserie für die nächsten Wochen und Monate. Den Flyer habt ihr ganz sicher schon gesehen, der ist nämlich bei euch im Fächli innen gelegen. Und das Thema, das wir anschauen, ist David. Also wir werden in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen David anschauen, was er erlebt hat. Wir möchten seine Beziehung zu Gott beleuchten. Wir möchten schauen, was für ihn schwierig war im Glauben oder wo er ganz stark war im Glauben. Und das Schöne ist, dass wir Erwachsene das da unten machen, mit gewissen Texten, und einen Stock höher und einen Stock tiefer machen das die Sonntagsschullehrer auch gerade mit den Kindern. Also es ist absolut genial, wir machen da so eine Parallelveranstaltung, sagt man dem, wo wir beide oder alle Gruppen miteinander etwas Ähnliches anschauen. Und das Gute ist, am Schluss vom Gottesdienst, wenn ihr dann daheim sitzt, könnt ihr über das reden. Also die Erwachsenen zum Beispiel können Kim fragen, was habt ihr heute gehört in der Sonntagsschule, was hast du gelernt, was hast du mitgenommen? Und jetzt ist ganz wichtig, Kinder dürfen die Eltern auch fragen, du Mami, du Papi, was hast du heute gehört? Was hast du gelernt? Was ist dir wichtig geworden? Also der Ben kann zum Beispiel seinem Vater das fragen und wenn der Ben merkt, der Papi hat gar nicht so gut zugelassen, dann kann er ihm sagen, Papi, du musst nächstes Mal einen Zettel mitnehmen und dann schreibst du alles auf und dann kannst du es mir noch viel besser erzählen. Also es ist übrigens ganz eine gute Idee, Sachen aufzuschreiben während der Predigt, weil manchmal ist es so eine Fülle, da verliert man die einzelnen Sachen und dann ist es ganz gut, wenn man so einzelne Stichwörter draufschreibt. Ich meine, mich erinnere, ich habe das auf der Kishona ganz lang gemacht und das ist eine richtige Goldkuh, wenn ich nachher nachgelesen habe und denke, oh ja, da hat man dort gesagt und selbst hat er mir gesagt und selbst hat er mich erinnert, ist absolut fantastisch. Es gibt ja so ganz kleine Bücher und dann kann man dort reinschreiben ganz klein und dann kann man das nachlesen. Und heute fangen wir mit einem speziellen Teil an. Ich habe euch hier ein Bild mitgenommen und damit ihr ein bisschen versteht, um was es geht, vor allem auch Kinder, erkläre ich kurz, welche Person... Er ist daheim in der Stube gesessen, hat irgendetwas gemacht, vielleicht hat er sogar noch einen Text aus der Bibel gelesen, die hatten so Schriftrollen gehabt und hat dort nachgelesen, was euch Gott so gesagt hat. Und dann hört er auf das Mal eine Stimme. Wie lange willst du noch traurig sein um den Saul? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr der König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort sucht der Isai, weil ich habe einen von seinen Söhnen zum neuen König auserwählt. Der Samuel, der ist wahnsinnig verschrocken. Sein Herz ist fast in die Hose runtergerutscht. Und er hat gesagt, du Gott, also wenn ich da nach Bethlehem gehe und einen neuen König salbe, was sagt denn der Saul, wenn er das hört, dann bringt er mich sofort um. Und in dem Moment hat er wieder die Stimme Gottes gehört. Nimm eine junge Kuh mit und sag, du sollst am Opfern. Dann lass den Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter sollst machen, das sage ich dir rechtzeitig. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Das haben wir gefolgt. Er hat sich auf den Weg gemacht nach Bethlehem. Das war eine rechte Reise.
Und als wir zu Bethlehem angekommen sind, ist, da haben die anderen Leute gesehen und sie haben dann sofort gewusst, ah, das ist der Samuel, das ist ein Prophet. Aber was will der bei uns machen? Bringt er uns eventuell eine schlechte Botschaft von Gott? Ist Gott mit etwas nicht zufrieden bei uns? Du, ich muss euch sagen, die sind recht verschrocken, das Bethlehem. Die sind schon ein bisschen verschrocken. Sofort sind zum Samuel angegangen und haben ihn gefragt, du Samuel, hast du uns eine schlimme Nachricht? Was ist los? Aber der Samuel hat gesagt, nein, nein, ihr müsst nicht verschrecken. Ich mache etwas Gutes. Wir möchten miteinander ein Opfer bringen. Wir möchten Gott ehren. Wir möchten ihm ein Geschenk machen, dass Gott Freude hat. Oh, die anderen haben aufgeschnuppert, sind erleichtert gewesen. Und er hat gesagt, so, jetzt macht euch alle parat. Und parat machen heisst für dich bei uns, jetzt geht ihr duschen, Haar waschen, frische Kleider anlegen. Und dann, wenn ihr parat sind, dann kommen wir wieder zu mir. Und alle haben sich parat gemacht. Der Isai und seine Söhne sind auch eingeladen gewesen. Und das ist genau das Bild, das wir da vorne sehen. Der Isai ist mit seinen Söhnen dahergekommen. Vermutlich sind sie im Alter noch hinter dem Isai nachgelaufen. Und da sieht der Samuel den ältesten Sohn. Der älteste Sohn, der heisst Eliab. Und als er den gesehen hat, hat er gedacht, das ist ganz bestimmt der neue König. Weil der war gross, der hatte Muskeln, hat sehr schön ausgesehen, ganz braune Haut, weil er viel draussen gearbeitet hat, schöne Augen. Das ist ganz sicher der neue König, den werde ich gleich salben. Aber in dem Moment, und er ahnt es vielleicht, hat er wieder die Stimme gehört. Lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Grösse beeindrucken. Er ist es nicht. Ich urteile nach anderen Maßstäben als Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen sehen. Ich dagegen schaue jedem Mensch ins Herz. Der Samuel hat gedacht, so etwas. Jetzt bin ich doch so sicher gewesen, dass der Eliab der richtige König ist. Ja gut, schauen wir den Nächsten an. Und der hat ganz einen speziellen Namen, Abinadab hat er geheissen, Abinadab. Aber er hat ihn angeschaut und das Samuel hat irgendwie im Herzen gespürt, nein, das ist nicht der Richtige. Also hat er den Nächsten angeschaut, das war der Schamma. Ja, irgendwie ist das auch nicht der Richtige. Und dann hat er den Vierten angeschaut, den Fünften, den Sechsten, den Siebten. Ja, nein, das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Jetzt ist er stutzig geworden. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich alle Söhne angeschaut und keiner von denen ist es. Aber Gott hat mir doch gesagt, ich soll doch nach Bethlehem gehen und einer von diesen Söhnen von Isai salben. Was ist euch das Problem? Jetzt hat jemand von den Kindern herausgefunden. Was ist euch das Problem? Jetzt hat er alle angeschaut, alle sieben. Ist echt das Problem. Die Erwachsenen haben es sicher gemerkt, oder? Hat es jemand gemerkt von den Erwachsenen? Der achte Feld, den haben wir 8 Söhne gehabt. Der Samuel hat Isai gefragt, du, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Hast du nicht noch irgendwo einen Sohn, irgendeinem Kasten innen oder so? Die Isai hat gelacht, klar haben wir noch einen. Der kleine David, der ist draussen aus dem Wald und der hat Geissen hüten und Schafe hüten und denen zu essen geben, zu trinken geben. Dann hat Isai gesagt, ja hey, schick sofort jemanden dort zum David raus. Der muss kommen, wir können das Fest nicht anfangen ohne ihn. Sofort ist ein Diener dort rausgesprungen und hat gesagt, David, musst schnell kommen, mach dich parat, duschen, anwäschen, Kleider anlegen. Der hat pressiert, weil er natürlich auch gedacht hat, was ist schon los? Ich bin doch immer bei der Chef und bei den Geissen und bei den Kühen. Nein, Kühe haben es gar nicht. Ich bin doch immer dort raus und jetzt muss ich mal zurück. Da kommt er daher zu laufen, eben frisch duschen, frisch gewaschen, frisch Kleider. Kommt er daher und dann sieht Samuel ihn. Und sofort wird ihm etwas klar. Weil der junge Mann sieht auch bildhübsch aus, schöne Augen, frische Teint. Und dann hört er wieder die Stimme von Gott. Das ist er. Salben. Als er das gehört hat, hat er gewusst, das ist der richtige Mann. Der Samuel hat so ein Horn
ich habe jetzt leider kein Horn, ein Horn voll Öl genommen und hat es über die Haare von David geleert. Und jetzt haben alle gewusst, das ist unser neuer König, er hat ihn gesalbt. Und in dem Moment ist noch etwas anderes Besonderes passiert. In dem Moment hat David den Heiligen Geist bekommen, also ganz eine spezielle Führung von Gott. Und der Heilige Geist ist bis zum Schluss bei ihm geblieben. Ich muss euch sagen, der Samuel hat aufgeschnuffet. Oh, alles gut gegangen. Jetzt weiss ich, wer der richtige König ist. Er ist wieder heimgegangen nach Rama in seine Stube und hat weiter gehört, was Gott ihm sagen tut. Ganz herzlichen Dank unserem Musikteam. Super auch für die schöne Hinführung auch zu den Sachen, die wir darüber nachdenken wollen. Ich habe vorher noch etwas vergessen. In diesem Flyer hat es einen mittleren Teil. Und in diesem mittleren Teil hat es verschiedene Textvorschläge, die ihr entweder für euch persönlich könnt anschauen könnt. Diese Texte schauen wir nicht an, als Einstimmung aufs nächste Mal. Oder für die Familien auch, um das miteinander zu lesen und dann auch mit den Kindern zu diskutieren. Welches Ziel verfolgen wir mit diesen Gottesdienst? Was wollen wir erreichen? Unser Anliegen ist, dass unser Glaube an Gott durch den Heiligen Geist immer mehr vertieft wird. Dass der gestärkt wird. Dass wir im Glauben einen Schritt weiterkommen. Weil ganz viel in unserem Leben, in unserer Umgebung, zieht eigentlich von Gott weg. Das muss man jetzt noch gar nicht bewerten, unsere Umgebung. Es ist heute einfach so, dass unsere Gesellschaft eigentlich mit Gott nicht mehr viel anfangen kann. Und von dem sind wir geprägt, da sind wir eigentlich zmitz drin. Und wir merken es eigentlich gar nicht, wie das ganz leisig und sanft kommt und uns eigentlich ständig von Gott wegziehen will. Und darum ist es gut, wenn wir da einen Gegentrend setzen und auch immer wieder uns neu auf Gott konzentrieren und bei ihm Hilfe holen und suchen. Letzte Woche hat es im Briefkasten bei uns so eine Werbesendung gehabt. Vor allem, wenn es so ein Prospekt hat mit Werkzeug drin, schaue ich es noch gerne an. Um ein bisschen zu schauen, ja, gibt es noch etwas, was ich brauche. Und das passiert dann manchmal. Dann muss ich es natürlich kaufen, aber ich kann schon fast alles, von dort her kaufe ich nicht mehr so viel. Und dann hat es ein Prospekt drin gehabt, mit einem Müsterli dran, ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt. Normalerweise nehme ich so ein Prospekt, das Müsterli weg, im Papierkorb und das in Papiersammlung. Aber bei dem Prospekt bin ich im Moment stutzig geworden. Weil ich habe dann das angeschaut und dann habe ich da gelesen, Night Repair. Night Repair. Dann habe ich mir das so überlegt. Denkt ja, was passiert da? Jetzt streiche ich das am Abend vor dem Schlafen aufs Gesicht. Schön verteilt, ist nur ein kleines Müsterli. Und dann, während ich schlafe, wird eigentlich meine Haut repariert. Night Repair, also ich schlafe und das Serum da, das tut meine Haut reparieren, ohne dass ich es merke. Und am Morgen stand ich auf, schaue in den Spiegel, habe weniger Falten, weniger Runzeln und Bibeli sind weg, Fieberblätter sind auch nicht mehr da und die Altersflecken sind auch verschwunden. Ich habe das so für mich durchgedacht, super Name, Night Repair. Ich bin dann nachher dann zum Mittag und habe das natürlich der Claudia brühwarm erzählt und habe in ihr ein Müsterli so übergeschoben. Und dann hat sie das entgegengenommen, hat geschmunzelt und hat mich angeschaut und hat mir dann eine Frage gestellt. Du, habe ich das überhaupt nötig? Ich bin völlig baff gewesen an dieser Frage und musste natürlich verneinen. Nein, du hast es nicht nötig. Jetzt, was wir mit unseren Gottesdienst nicht wollen, ist irgendetwas an der Oberfläche machen. Das Serum, das schafft vielleicht, wenn es etwas schafft, einfach ein bisschen an der Oberfläche. Ich weiss auch nicht, ob es etwas nützt. Aber wir wollen eigentlich mit unseren Gottesdienst die Tiefe gehen und in der Tiefe etwas verändern. Und da werdet ihr auch ganz einen entscheidenden Beitrag leisten, bei euch selber. Nicht bei den anderen, aber bei euch selber, indem ihr das aufnehmt,
Dann haben wir überlegt, mit Gott ins Gespräch kommen und dann auch Sachen für euch ganz persönlich in Anspruch nehmen. Also wir fangen heute mit dem David an. Der David ist ja vermutlich eine von den bekanntesten Personen im Alten Testament. Sein Name kommt 800 Mal vor im Alten Testament. Und das ist eigentlich nur die Namenserwähnung, da kommen natürlich ganz viele Geschichten dazu. Im 1. Samuelbuch, im 2. Samuelbuch und in der 1. Chronik, das handelt praktisch nur vom David. Der David hat ganz viel Gutes gemacht, hat wichtige Kriege für die Stämme Israel gewonnen. Wir müssen uns vorstellen, das sind ja 12 verschiedene Stämme gewesen. Und die haben ja nicht zum Beispiel eine einheitliche Armee gehabt, die haben die Leute immer wieder mobilisieren, die sind dann freiwillig gekommen und haben da gekämpft und mitgemacht. Und der David hat das immer wieder geschafft, er hat sogar den Goliath besiegt. Der David hat also ganz besondere Sachen gemacht auf der einen Seite und dann hat er Arbeitungslieder geschrieben. Das ist eigentlich ganz erstaunlich, er war ein Krieger gewesen. Auf der einen Seite, hat für Gott Land eingenommen. Und auf der anderen Seite hat er Arbeitungslieder geschrieben. Von diesen 150 Psalmen hat er 72 Stück geschrieben. 72 Stück. Ganz eindrücklich. Den Anfang hat er als Hirtenbub gemacht, so wie wir es vorher in der Geschichte gehört haben. Und hat dann aber eine unglaubliche Veränderung erlebt. Und das ist eigentlich der Titel von heute Morgen: Grundlage für ein einzigartiges Leben. Wo der David Hirtenbub war, war ja der Saul König. Er war der erste König von Israel. Vorher hatten sie keine Könige, sind Richter, die da Rechtsprechung gemacht haben. Leider hat der Saul nach einem ganz erfolgreichen Start in seiner Karriere, hat auch ganz viel fürs Volk gemacht, das ist bei dir wieder für die Stämme, ist er eigenständig geworden. Er hat Sachen eigenständig in die Hand genommen, hat nicht auf das gehört, was Gott wollte. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Situation. Und Gott hat ihn verworfen. Das klingt ganz traurig, weil Gott hat ihn als Leiter nicht mehr gebrauchen können. Er hätte ihn brauchen, aber er hat gesagt, es geht nicht mehr. Und darum schickt Gott Samuel zum Isai, um dort einen neuen König auszuwählen und zu salben. Das ist der Text von heute Morgen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was tut eigentlich der David in dem Teil, in unserem Abschnitt? Und wenn ihr euch noch ein bisschen an Geschichte erinnert, dann wisst ihr, er macht eigentlich nicht viel, oder? Aber das Interessante ist, dass Menschen rund um den David ganz bemerkenswerte Sachen machen. Sie sind die eigentlichen Schlüsselpersonen, wo ein Leben auslösen, wo in seiner Größe fast nicht schlagbar sind. Ein einzigartiges Leben. Natürlich weiss der Samuel, was er da macht. Er tut einen Königssalbe. Aber ich glaube, wenn er rückblickend ein bisschen schaut, dann kann er die Dimensionen, die ein David ausgelöst hat, mit seinem Ganzen, mit seiner Regentenschaft, kann er eigentlich gar nicht recht einordnen. Das ist so sensationell und so famos. Schlüsselpersonen, das ist eigentlich auch der Begriff von heute Morgen. Und jetzt möchte ich einen ganz wichtigen Satz sagen. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit bist du im Plan von Gott auch eine Schlüsselperson. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit bist du im Plan von Gott auch eine Schlüsselperson. Kann ich mir gerade so vorstellen, wie Gedanken oder Kopf rasen. Was ich? Ich meine, ich bin ja völlig unbedeutend. Ich habe nichts auszuweisen. Speziell begabt bin ich eigentlich auch nicht. Und trotzdem stimmt die Aussage. Mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit bist du für Gott eine Schlüsselperson. Weil Gott, der liest ganz einfache Leute aus. Er liest sie aus, er beruft sie und er begabt sie nachher. Ich will das an zwei Beispielen zeigen. Hanna, Frau vom Elkana. Sie kommt sich als totale Versägerin vor. Sie hat kein Kind. Das war jetzt mal eine absolute Schande.
Sie ist völlig depressiv, am Boden zerschlagen. Ihre Konkurrentin, die lacht sie eigentlich nur aus, die händelt sie. Und in dieser Not geht Hannah zu Gott, fleht zu ihm und sie verspricht, du, wenn ich ein Bübli überkomme, dann tue ich dir das ganz weihe. Und wir kennen den Ausgang von dieser Geschichte, sie kommt das Bübli über, es ist der Samuel und sie weiht den ganz Gott. Schenkt den Gott. Oder eine zweite Person, der Hananias, ein Jünger, der in Damaskus wohnt. Er hat den Auftrag, für den blinden Saulus zu beten. Der Hananias, der strotzt nicht vor Selbstbewusstsein. Er hat Angst, zum Saul zu gehen, weil der Saul ist ganz ein gefürchteter Mann. Aber weil Gott ihn ruft und ihm den Auftrag gibt, geht er zu dem Saulus, der Christenverfolger, betet für ihn. Der Saulus wird wieder sehend und macht sich dort auf und wird zum grössten Heidemissionar auf dieser Welt. Schlägt alles zur damaligen Zeit. Alles. Und wenn wir vorher gesagt haben, der David ist einer der bekanntesten im Alten Testament, gehört wohl der Paulus zu den Bekannten im Neuen Testament, der hat die meisten Briefe geschrieben. Die meisten Briefe. Die Hanna und der Hananias, das sind ganz gewöhnliche Christen oder Gläubige, so wie du und ich. Und trotzdem hat sie Gott zu Schlüsselpersonen befähigt, gerufen und auch ausgerüstet. Vielleicht bist du zum Beispiel als Mutter Schlüsselperson für deinen Sohn. Oder als Vater Schlüsselperson für deine Tochter. Oder vielleicht als Großmutter oder Großvater fürs Enkelkind. Oder als ledige Person für den Nachbar oder für irgendetwas, jemand im Geschäft. Dort, wo wir parat sind für Gott, uns auch ihm zur Verfügung stellen, kann er etwas absolut Geniales machen mit unserem Leben. Der Samuel, da haben wir gehört, er ist parat. Er ist parat für Gott. Und in der nächsten Phase greift Gott ein und fängt an, das Leben zu prägen. Vom Samuel und auch vom Isai und seinen Kind. Wir lesen hier im nächsten Text, im nächsten Abschnitt oder im ersten Vers lesen wir, schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lang willst du noch um Saul trauern? Und wenn man den Kurzvers anschaut, da gibt es eigentlich zwei Begriffe, die einem so ein bisschen ins Auge stechen. Das erste heisst, der Herr sprach. Habe ich euch notiert. Und das zweite, wie lange noch? Gehen wir zum ersten, der Herr sprach. Der Samuel erlebt, wie Gott ihn ganz konkret ansprechen tut. Und wenn er an die Geschichte denkt von der Berufung vom Samuel, wo er schon als kleiner Bub im Tempel war, da hört er die Stimme Gottes und antwortet ihm. Und das muss man sich ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Der Samuel hört Gott reden. Gott gibt dem Samuel ganz direkte Aufträge. Und das Reden hören, das ist für ihn dann extrem wichtig, dass er immer wieder das Richtige macht. Es gibt ja eigentlich nichts Dümmeres, wenn ein Prophet das falsche Zeug verzapft, oder? Es gibt ja eigentlich nichts Dümmeres. Aber der Samuel, der hört Gott reden, nimmt die Stimme wahr. Im Moment lese ich im Jeremia-Buch, und dort drin fällt mir auf, an ganz vielen Stellen steht immer wieder, der Herr sprach, und der Jeremia hat es gehört und macht das, was Gott ihm sagt. Und das sind zum Teil ganz schwierige Sachen, die er machen muss. Und das Gleiche beim Samuel. Und da habe ich eine erste These aufgestellt. Schlüsselpersonen lernen auf Gott zu hören. Schlüsselpersonen lernen auf Gott zu hören. Und das ist da ganz wichtig. Das ist ein bewusstes Üben. Das ist ein bewusstes Üben. Darf ich mal fragen, wer von euch ein Velo fahren? Wer von euch ein Velo fahren?
Also die Velo fahren, können mal ein bisschen weiter ruhen. Also ja, also sind praktisch alles, vielleicht wegen dem Alter kann man nicht mehr so gut, wird es ein bisschen gefährlich. Aber praktisch alle von euch können Velo fahren. Jetzt denkt einmal zurück an eure Geburt. Jetzt 10 Tage nach eurer Geburt, wer von euch hätte dort Velo fahren können? Wieder aufheben? Also das Lotti hebt auf, aber sie irrt sich. Also jetzt muss zwischen diesen 10 Tagen nach der Geburt und dem Zustand, wo er jetzt drinsteckt, muss irgendetwas passiert sein. Und es liegt auf der Hand, eingeübt. Entweder ist die Mutter hinter euch angesprungen, oder der Vater ist hinter euch angesprungen, oder haben Stützräder gehabt, oder dauernd verschlagene Ellbogen und Knie, aber haben sie irgendwie gelernt. Und beim Hören auf Gott braucht es auch das Üben. Das Üben. Ich habe mir so überlegt, wie viel Positives könnten wir als Christen oder als Gemeinde erleben, wenn wir Gott ganz deutlich reden hören könnten. Ich habe das so für mich überlegt. Ich habe gerade hier oben das Büro. Da hinter dieser Wand habe ich meine Gebetsecke. Und dann wünsche ich mir so, dass Gott mich direkt anspricht. Zum Beispiel vielleicht am Dienstagmorgen, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, dann sagt er vielleicht, wenn ich die Bibel gelesen habe und nachher dort knüngle und bete, dann sagt er vielleicht, du Markus, heute um die 10 Uhr rum läutet vielleicht der Paul an. Der läutet an und dann kannst ihm du sagen, in dieser schwierigen Situation, wo er jetzt steckt, muss er sich nicht beunruhigen. Ich werde das Problem, das er hat, vielleicht mit dem Nachbarn oder irgend so etwas, das werde ich für ihn lösen. Er kann einfach ganz ruhig hinsitzen, bei den Jungen würde man sagen, chillen, oder? Und vielleicht auch in Musik hören und ich mache es, ich löse das Problem. Und dann sagt er vielleicht noch dazu, du, und am Nachmittag, dann lese ich bitte mal noch im 1. Samuel 16. Und wenn du den Text lesest, dann zeige ich dir da ganz einen interessanten Teil, der dann ganz wichtig ist für dein Leben. Und dann würde ich sagen, Amen, und dann hätte er gehört. Ich würde natürlich mal das sofort 1. Samuel 16 aufschauen und schauen, was jetzt da drin steht, was so wichtig ist. Vielleicht merke ich es auch erst am Nachmittag, was dann wichtig ist. So hörbare Aussagen von Gott wären doch genial, oder? Jetzt leider muss euch gestehen, ich höre das so nicht. Natürlich redet Gott. Die Frage ist natürlich, wie redet Gott zu mir, zu dir? Das ist eine erste Frage, die wir miteinander überlegen wollen. Überleg doch das mal kurz für dich. Wie redet Gott zu dir? Und wenn ihr das kurz überlegt habt, tönt doch mit eurem Nachbarn, wir haben ja ganz viele liebe Leute da, tönt doch mal mit ihm austauschen, wie ihr Gott gehört reden. Und vielleicht müsst ihr sagen, du, ich höre ihn fast nicht, dann ist das auch gut. Das ist absolut gut. Weil wir sind ja da, um einander mutigen, auch zum miteinander lernen. Und eben, 10 Tage nach der Geburt haben die ja nicht können Velo fahren. Ist nicht gegangen, oder? Und jetzt könnt ihr es. Also nehmt doch einen Moment Zeit, überlegt da, diskutiert das und wer keinen Nachbar hat, darf ein bisschen vor oder hinterher rutschen oder sich drüllen, dass er einen Nachbar findet, sind ganz mutig. Also das ist ja... Das ist ja eine absolut spannende Frage. Wie hören wir Gott reden? Jetzt weiss ich nicht, was habt ihr für Lösungsansätze gehabt oder was ist eure Antwort? Ihr könnt einzeln reinrufen, ohne anmelden und... Jetzt habe ich es nicht verstanden. Durch Eindrücke, ja genau. Zeit mit Gott verbringen. Das Gewissen, sehr gut. Gedanken, Bibelvers. Du Lieder, sehr gut, ja. So ein Impuls aufs Herz, ja, super. Durch Menschen, sehr gut, ja, das ist ganz wichtig. Durch die Schöpfung, da redet
Geht ganz genial, ja. Super. Du? Du Visionen, du Träume. Du? Ein Bild, ja. Ein Eindruck, genau. Durch andere Menschen, genau. Genau, wenn einem Gott gerade den richtigen Vers schenkt, super. Und ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört und ihr dürft auch Gott darum bitten, dass er euch anspricht. Dass er so zu euch redet, dass ihr es versteht. Ich habe ein paar Voraussetzungen überlegt, was braucht es überhaupt für Voraussetzungen, dass man Gott hört. Eine erste, die liegt eigentlich auf der Hand, der Stille. Also wenn jetzt der Matthias dort oben ist, am Soundpult, wenn er jetzt ultra laut irgendwie Musik laufen lassen würde, also ich weiss jetzt nicht, irgendein Rap oder irgendetwas, dann würdet ihr mich nicht mehr verstehen. Dann könnt ihr noch so laut reden und es käme nicht mehr bei uns an. Und wenn wir eigentlich uns bewusst sind, wir leben in einer Welt, die sehr laut ist, wirklich sehr laut ist. Und da müssen wir irgendwie ganz bewusst die Zeit von der Stille einbauen. Einfach die Zeit von der Stille. Wo man nicht redet. Zum Teil ist das unheimlich schwer. Ich merke, dass bei mir selber einfach ruhig war, ist unheimlich schnell schwer. Ich manchmal am Morgen ruhig bin und noch einen Haufen zu tun habe, dann flippen meine Gedanken nur noch dorthin. Oder, ah ja, sehen wir noch, und so könntest du es lösen. Und dann könnte man den tot schlagen, und der ist nicht tot. Und, manchmal ist es unheimlich schwer. Vielleicht muss man auch eine Möglichkeit, eine Methode finden, um wirklich still zu werden. Etwas Zweites liegt auch auf der Hand. Einfach Zeit. Zeit einsetzen. Auch da, wir leben in einer wahnsinnig hektischen Zeit. Und wie will uns Gott ansprechen, wenn wir ständig unterwegs sind? Das kann jetzt körperlich, physisch sein, aber auch seelisch, geistlich, geistig. Ich kann uns Gott fast nicht erreichen. Wir müssen Zeit reservieren, Zeit rausschälen. Ich habe ein Bild mitgebracht von Mike Späni. Das ist jetzt vielleicht ganz erstaunt. Wunderschönes Bild. Er tut dann die Bilder noch vorstellen, gell? Am 22. September. Das wird sicher eine kleine Überraschung. Jetzt, was speziell ist an diesem Bild, eine Stube, die wegfliegt. Mir geht es manchmal so, dass ich einfach nur an die Türen aufmache, ist noch irgendetwas, Punkt zu und weiter. Oder? Dann kann er nichts sagen. Oder etwas Nächstes, offene Ohren. Es ist ja interessant, vom Samuel lesen wir folgenden Text, aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam. Also Gott hat ihm speziell die Ohren aufgemacht. Also nicht, dass die verstopft gewesen wären und er hätte eine Spülung gebraucht, sondern einfach, dass die Ohren offen gewesen sind für die Stimme von Gott, das Herz offen gewesen ist. Und ich glaube, da können wir Gott auch immer wieder sagen, öffne du meine Ohren, öffne du meine Ohren. Oder dann etwas anderes, und das hat vorher jemand erwähnt, ein wacher Sinn. Ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo Gott uns eigentlich etwas sagt, aber mit mir noch nicht schnell, hey, das ist ja jetzt Gott gewesen, der geredet hat. Das war ja jetzt Gott. Jetzt hat er ja genau das gemacht, was ich vorher gebeten habe. Tut er mir die Situation geben oder schenken? Und dann wäre es doch gut, wenn ich frage, ja Herr, bist jetzt du das gewesen? Und was willst jetzt du mit mir? Wer willst jetzt du mir sagen oder? Also ganz ein blödes Beispiel. Da fällt mir das Glas runter in der Küche. Also die erste Reaktion wäre jetzt Mist, oder? Und dann gibt es noch andere Wörter, die man könnte sagen in dem Moment. Darf ich einmal fragen, Herr, was willst du mir jetzt etwas sagen mit dem? Oder ein Krach mit dem Ehepartner?
Ich kann mir auch überlegen, wird jetzt Gott etwas sagen mit dem? Wird er mir irgendetwas ins Herz hineinlegen? Ich merke mir ganz viele so Punkte, auch beim Bibellesen, wo er dann einfach so ein Schüpfchen gibt. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, ja, das stimmt eigentlich. Da wäre es schön, wenn er irgendetwas ändern würde, an mir, bei uns und so weiter. Und ein fünfter Punkt ist Sehnsucht. Bibeln und auch Kirchengeschichte zeigen an ganz vielen Stellen, dass dort, wo Menschen sich aufmachen und zu Gott kommen und ihm sagen, hey, ich möchte mehr und besser hören, dass Gott sich diesen Menschen ganz speziell offenbaren tut. Weil Gott spürt, die sind mit ihrem Zustand, mit dem, was sie bis jetzt erreicht haben, nicht einfach zufrieden, die wollen noch näher zu mir herankommen. Und wenn sich die das schon so wünschen, dann tue ich das doch ihnen erfüllen. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, sucht, so werdet ihr finden. Sucht, so werdet ihr finden. Die erste These war, Schlüsselpersonen lernen auf Gott hören. Dann haben wir noch die zweite Aussage gehabt, wie lange noch? Also da ist gestanden, schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Also die Frage bringt eigentlich zum Ausdruck, Gott wartet auf den Samuel. Also wenn ich irgendwie im Gang stand und Claudia noch im Badzimmer steht und ich rufe, Schätzli, wie lange hast du noch? Also dann spüren die doch, dass ich auf sie warte, oder? Und je nachdem, wie lange dass ich das Schätzli sage und in welchem Tonfall, dann merken die, er wartet schon lange und Geduld hängt sich jetzt dann langsam ab. Ich hatte einen Nachbar, das war ganz lustig, der war absolut geduldig. Manchmal ist raus ins Auto und dann haben wir ihn gesehen, von der Küche aus ist er draußen gehockt und manchmal haben wir sogar noch geredet mit ihm. Und der hat 10 Minuten, eine Viertelstunde draußen auf die Frau gewartet und völlig ruhig geblieben. Völlig ruhig geblieben. Ich kann nur einen staunen. Das ist mir an dem Punkt ein absolutes Vorbild. Absolutes Vorbild. Und Gott wartet auf den Samuel, er wartet auf ihn. Und darum fragt er da, wie lange noch? Natürlich, wir müssen uns in die Situation von Samuel versetzen, eine ganz schwierige Situation. Er hat den Saul berufen, er hat den Saul begleitet, er hat den Saul gecoacht, er hat ihn gefördert, er war mit ihm unterwegs gewesen. Er hat viele fantastische Sachen mit dem Saul erlebt. Und dann war ein Moment einmal nicht rum, der Samuel, und dann hat sich der Saul selbstständig gemacht und Gott hätte müssen verwerfen. Ich muss mir vorstellen, so ein ganzes Lebenswerk vom Samuel bricht zusammen. Bricht zusammen. Ist völlig enttäuscht. Und vielleicht können wir das für uns selber überlegen, vielleicht ein Lebenswerk, wo wir einmal dran sind, das kann jetzt gemeint sein oder irgendetwas anderes, wenn das zusammenbricht, wie weh das tut. Wie weh, dass das tut. Und jetzt kommt Gott und hinterfragt das Handeln. Man könnte ja sagen, absolut unfair, oder? Jetzt hat er so Schmerzen und jetzt kommt Gott und hinterfragt das Handeln, aber Gott macht es. Gott hinterfragt das Handeln. Und wenn der Samuel dort stehen bleibt, wo er im Moment steht, dann kann die Sache für Gott nicht weitergehen. Dann kann sie nicht weitergehen. Sondern Samuel muss sich aufmachen, muss ganz mutige Schritte im Moment wagen, muss Alte loslassen und sagen, okay Herr, ich gehe mit dir weiter. Und das ist eine zweite These, die ich aufgeschrieben habe. Schlüsselpersonen wagen mit Gott neue Schritte. Schlüsselpersonen wagen mit Gott neue Schritte. Auch wenn das, was ich im Moment erlebe, wenn das schmerzhaft ist. Das kann im persönlichen Leben sein, das kann auch als Gemeinde sein. Auch als Gemeinde müssen wir immer wieder wagen, neue Schritte zu machen, auf Gott zu hören, so wie wir es vorher gehört haben, seine Antworten überzukommen und dann einen neuen Schritt zu machen, nach dem Willen Gottes. Manchmal braucht das ganz, ganz viel Mut. Der Samuel wagt es da. Er sagt, okay, ich lasse meinen Schmerz zurück, ich lasse das Alte zurück. Es ist zwar furchtbar mühsam, aber ich mache mit dir einen neuen Schritt. Gott schickt ihn zum Isai.
Und der Prophet merkt in dieser Phase, dass er eigentlich nicht nur den Schmerz und das Alte loslassen muss, sondern er muss eigentlich ganz neu anfangen zu denken. Ganz neu anfangen zu denken. Weil er merkt, in den nächsten Situationen, Gott denkt in anderen Situationen, in anderen Dimensionen. Gott denkt in anderen Grössenordnungen als er, als du und als ich. Ein bekannter Vers, der das unterstreicht, lesen wir beim Jesaja. Da drin steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Wenn der Himmel die Erde, wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also der Vergleich zeigt mir persönlich, dass ein riesiger Unterschied ist zwischen dem Denken von dem grossen Gott und dem Denken von dem kleinen Markus. Stimmt jetzt gerade im doppelten Sinn? Das ist ein riesiger Unterschied. Und ich muss mir das immer wieder neu einprägen, dass Gott anders denkt als ich. Und wenn ich es schaffe, meine Beziehung zu Gott, meine Gedanken mit seinen Gedanken zu synchronisieren, dann kommt es gut. Aber ich bin persönlich überzeugt, ich kann da zwar nicht in mich selber reinlegen, aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass das an vielen Stellen noch nicht stimmt. Weil wir einfach noch viel größere Nähe zu Gott brauchen. Gott denkt ganz anders als wir. Er denkt gegen alle menschliche Vernunft, auch gegen alle menschlichen Empfindungen. Das wäre dort beim Samuel angegangen und er gesagt, ja, mal, du bist wirklich ein Arme. Jetzt geben wir dir ein Jahr oder zwei, geben wir dir Erholungszeit, dann kannst du dich erholen und ich gebe dir ein paar Sachen zum Erholen. Gute Früchte oder weiss nicht was, eine liebe Frau. Und, Gottes Denken geht manchmal auch gegen menschliche Gerechtigkeit. Weil Gott ist einfach souverän. Der Schöpfer von dieser Welt hat ganz andere Maßstäbe. Maßstäbe, die wir nicht einordnen können. Die wir auch nicht verstehen und begreifen können. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir die dritte These auch im Kopf behalten. Schlüsselpersonen erleben ein verändertes Denken. Ich muss Gott sein lassen. Gott darf souverän entscheiden. Gott darf eigene Wege gehen. Manchmal ist das schmerzhaft. In zwei Wochen hat ja der Bund FEG einen Kongress. Unter dem Kongress ist der Redner, ein Redner von Österreich eingeladen gewesen. Ein paar von euch kennen den, glaube ich. Jetzt weiss ich aber den Namen von dem nicht mehr. Hans-Peter Breuer, genau. Der wäre einer der Hauptredner gewesen. Jetzt ist er vor zwei Wochen gestorben. 53, glaube ich. Tödlicher Flugunfall. Ich glaube, ich zwei oder drei Kinder, Frau. Das kann man nicht einordnen. Das sprengt unsere Dimensionen. Da müssen wir sagen, Gott ist gemein, oder? Und gleich ist Gott souverän. Und ich glaube, das Denken müssen wir irgendwie reinnehmen bei uns. Auch unser Denken verändern. Gott kann so handeln, wie er will. Samuel hat es an dieser Stelle müssen machen. Er musste neu anfangen zu denken. Als er Eliab gesehen hat, hat er gewusst, das ist der König, der sieht so fantastisch aus, der schlägt ja alle Werte. Oder? Also das ist der König. Und Gott sagt etwas anderes. Gott sagt das da. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. In dem Fall begründet er noch, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Mensch ins Herz. Das andere Denken, das göttliche Denken, das er hat. Nachher kommt der Abinadab. Und da merkt Samuel schon, irgendwie, das stimmt nicht, oder? Das stimmt nicht. Da kommt der Schamma. Und da merkt das auch, das ist, glaube ich, nicht richtig. Da kommt der vierte, fünfte, sechste, siebte Sohn und das Denken beim Samuel hat sich verändert. Er hat gemerkt, das ist irgendwie anders.
Samuel wundert sich, dass er so viele junge Männer nicht salben kann. Aber er fängt hier an, den Willen Gottes zu tun. Was ich mir an dieser Stelle einprägen und mir auch bewusst mache, ein Stück weit auch zur Vorsicht mahnen, meine Pläne, vielleicht auch deine Pläne, die müssen nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was Gott möchte. Meine Ideen, deine Ideen, die sind vielleicht nicht von dem geprägt, was Gott prägen will. Und was noch ganz wichtig ist, auch wenn sie noch so fromm daherkommen, Drum die dritte These, Schlüsselpersonen erleben ein verändertes Denken. Darum fragt Samuel auch zurück bei mir, sei, hast du nicht noch einen anderen Sohn eben irgendwo im Kasten rein? Weil irgendetwas stimmt noch nicht. Und da greift ein und Gott entscheidet da. Der David ist es, der Hirtenbub. Wir lesen da, so ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagt der Herr zu Samuel, salbe ihn. Das ist eindrücklich wieder das ganz deutliche Reden von Gott. Gott sagt ihm ganz deutlich, das ist der Mann, der möchte gern. Jetzt hat Samuel den richtigen König gefunden. Er war mutig und geduldig bis am Schluss, bis dort, wo Gott die Türen aufgemacht hat. Also hat im Gegensatz zum Saul hat er die Türen nicht selber aufgeschlagen und hat gesagt, ist mir gleich, wenn ich da fühle und denke und wenn ich höre, der Eli Nadab ist es. Nein, er hat gewartet und gesagt, ich warte auf Gott. Weil er gewusst, beim Saul ist es schief gegangen, weil er nicht gewartet hat. Beim Volk Israel ist es so vielmal schon schief gegangen, weil er nicht gewartet hat. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt, dass etwas schief gegangen ist, weil wir nicht gewartet haben. Das ist eine vierte These. Schlüsselpersonen unterstützen die Entscheidung von Gott. Sie warten auf Gott. Sehr oft ist es ja so, dass Gott auf uns wartet, oder? Schätzli, wie lange hast du noch? Sehr oft wartet er auf uns. Es ist auch wichtig, auf Gott zu warten. Samuel salbt den David. Und dann lesen wir da im letzten Vers, da nahm Samuel das Horn mit Öl, goss es vor den Augen seinen Brüdern über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Also das, was da passiert, ist außergewöhnlich. Im Alten Testament war es normalerweise so, dass Propheten oder Königen oder so den Heiligen Geist für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Momente hatten. Und nachher hat dann Gott wieder zurückgezogen. Beim David war es anders. Er hat den Heiligen Geist bekommen und hat ihn behalten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er so viele Anbetungslieder dichtet hat. Das war vielleicht auch der Grund, warum man ganz mutig auf den Goliath zugehen konnte und gewusst hat, ja, der Platz kann mir nichts machen, oder? Gott ist ja mit mir und Gott wird für mich kämpfen. Was ganz wichtig ist, alles, was der David jetzt in den kommenden Kapiteln erleben wird, all das, was wir anschauen mit ihm, hat einen Ursprung in dem Kapitel 16, in den ersten 13 Versen. Es hat einen Ursprung bei Schlüsselpersonen, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen und sagen, ja, du darfst es brauchen. Und da ist mein Aufruf, meine Bitte an euch, stellt euch ein Leben als Schlüsselpersonen für Gott zur Verfügung. Wenn ihr das macht, dann kann Gott ganz starke Sachen durch euch tun. Vieles andere, wo wir haben, sei es das Geld, sei es das Besitz, sei es das Raum, Ansehen, das wird alles vergehen. Wirklich alles, das wird nie mehr rum sein. Aber das, was ihr für Gott tun, speziell auch als Schlüsselpersonen, das kann er benutzen als Multiplikator. Da kann er mit einem alten Grossmammeli ganz viel auslösen, wirklich ganz viel. Das hat er gezeigt in der Bibel. Da kann er mit einem jungen Mann ganz geniale Sachen machen. Darum nochmal werden so Schlüsselpersonen für Gott. Ich
könnt die Sachen da vorne nochmal durchlesen und dann möchte ich nachher beten. Herr Jesus, ich möchte ganz herzlich danken für einfach den kurzen Abschnitt, der da drin steht, in dem 1. Samuel 16. Wo wir sehen, wie du handelst, wo wir sehen, wie Menschen sich dir zur Verfügung stellen, wo wir sehen, wie du Leben veränderst. Herr, ich möchte dir danken, dass wir das so konkret können erleben können. Ja, du siehst auch gerade da in dem Text, wie Samuel dich hört, reden hört und unser Wunsch ist es, mein Wunsch ist es, dass wir dich auch noch besser verstehen, Herr. Dass du einfach uns, so wie wir gemacht sind, einfach ganz direkt kannst ansprechen. Herr, du weißt, welchen Weg, dass du benutzen kannst für das und ich möchte dich einfach bitten, dass wir die kommenden Tage und Wochen einfach einüben können und auf dich hören können. Herr, schenk du uns da auch wunderbare Erlebnisse, Erlebnisse, die uns ermutigen. Ich bitte dich auch besonders, dass wir zu Schlüsselpersonen werden, die einfach für dich dastehen und dein Reich multiplizieren. Danke, Herr, für dein Helfen und Türen tragen. Amen. Sie möchte euch nochmal an Night Repair erinnern. Ich habe es auch über dem Schenken nachher. Ich weiss nicht, ob es nützt. Aber wenn ihr mit Gott unterwegs seid, wenn ihr auf ihn hört, das nützt. Das bringt etwas.